So, jetzt zu einem Beispiel, welches uns auf den Begriff der Vollständigkeit führt oder den Sinn hinter dem Begriff der Vollständigkeit beleuchten soll. Ich definiere mir eine Folge an folgendermaßen. Ich sage, a1 soll 1,4 sein, a2 soll 1,41 sein, a3 soll 1,414 und so weiter sein. Jetzt werdet ihr da schon sehen, a hat was mit Wurzel 2 zu tun. Ich kann jetzt natürlich nicht eine Formel für an hinschreiben, aber es geht hier nur um die Idee. Ich könnte so, indem ich beliebig lang weitermache, mir immer mehr Folgen wieder definieren. Dann gilt Folgendes. Zunächst mal ist Wurzel 2 minus an positiv, denn ich liege hier immer ein bisschen unter Wurzel 2. Ich nehme zwar immer noch eine weitere Nachkommastelle dazu, aber Wurzel 2 hat ja hier immer noch mehr Nachkommastellen. Hört ja nie auf. Also gilt schon mal das. Und der Unterschied zwischen Wurzel 2 und dem n-ten Folgenglied ist nach Konstruktion gerade kleiner als 10 hoch minus n. Gucken wir uns a1 an. Wurzel 2 minus a1 ist 0,0142 und so weiter, weil ich die 1,4 abziehe. Das ist kleiner als ein Zehntel, also 10 hoch minus 1. Entsprechend ist Wurzel 2 minus a2 0,0042 und so weiter. Das ist kleiner als ein Hundertstel, also 10 hoch minus 2 und so weiter. Ja, so konstruiere ich gerade die Folge. Jetzt betrachte ich folgende Menge. Die Menge aller so definierten Folgenglieder. Und das ist das Entscheidende. Das ist nicht nur eine Teilmenge der reellen Zahlen, das ist klar, sondern das sind ja alles rationale Zahlen. Diese Dinger kann ich als Brüche schreiben. Das hier sind 14 Zehntel. Das hier sind 141 Hundertstel und so weiter. Oder halt, es sind abbrechende Dezimalzahlen, also sind sie rational. So. Und jetzt gilt für die Zahl Wurzel 2 folgendes. Wurzel 2 ist größer als jedes Element aus der Menge. Das folgt einfach aus dem hier, nach Konstruktion. Ja? Wenn hier die Wurzel 2 rüberbringt, das an rüberbringt mit Plus, da steht da an ist kleiner als Wurzel 2. Das heißt, erstens, Wurzel 2 ist eine obere Schranke für diese Menge. Gilt aber noch mehr, weil ich mich immer näher an die Wurzel 2 ranschleiche. Ich behaupte, für jedes Epsilon größer 0 gibt es ein Element aus dieser Menge, also ein Folgenglied, welches größer als Wurzel 2 minus Epsilon ist. Auch das ist klar. Ich wähle einfach ein n, sodass 10 hoch minus n kleiner als Epsilon wird. Ja, irgendwann passiert es. 10 hoch minus n unterschreitet irgendwann die noch so kleinste positive Zahl. Dann weiß ich nach Konstruktion, Wurzel 2 minus dieses an, das das erfüllt, ist ja sowieso kleiner als 10 hoch minus n. Und das habe ich gewählt, sodass es kleiner als Epsilon ist. Also steht hier, Wurzel 2 minus an ist kleiner als Epsilon. Wenn ich das umforme, an rüber, Epsilon darüber, dann steht da an ist größer als Wurzel 2 minus Epsilon. Und das hier ist doch genau die Bedingung für kleinste obere Schranke, also das Supremum. Das heißt, das Supremum dieser Menge ist die Zahl Wurzel 2. Jetzt haben wir ja in Kapitel 2 schon ganz ausführlich bewiesen, Wurzel 2 ist aber nicht rational. Jetzt haben wir folgende Situation. Wir haben eine Teilmenge der rationalen Zahlen, die ist nach oben beschränkt, offensichtlich, ja. 2 meinetwegen, wir brauchen gar nicht die Wurzel 2. 2 ist eine rationale Zahl, die größer als alle Elemente da drin sind. Die ist nicht leer, aber sie besitzt kein Supremum in dieser Menge Q, weil Wurzel 2 eben nicht drin liegt. In dem Sinne fehlt in Q etwas. Und das ist in den reellen Zahlen behoben. Das ist eine der tollsten und wichtigsten Eigenschaften der reellen Zahlen, nämlich ihre Vollständigkeit. In den reellen Zahlen kann so etwas nicht passieren. Da gibt es keine nicht leere, nach oben beschränkte Menge, die kein Supremum besitzen würde. So, und das ist Satz 4.3, die sogenannte Supremumseigenschaft von R. Eine der möglichen Formulierungen der sogenannten Vollständigkeit der reellen Zahlen. Es gibt auch die Intervallschachtelungsformulierung. Wir bleiben mal bei der.
Also jede nicht leere, nach oben beschränkte Teilmenge der reellen Zahlen. Also es gibt irgendeine reelle Zahl, unterhalb derer alle Elemente der Menge liegen, egal wie die Menge aussieht. Eine jede solche Menge besitzt ein Supremum. Also in R natürlich. Und dieses Beispiel oben zeigte eben, in den rationalen Zahlen gilt das nicht. Ich habe hier eine Teilmenge der rationalen Zahlen konstruiert, die kein Supremum in Q besitzt. Ich muss da eine größere Menge gehen, nämlich in die reellen Zahlen, damit das Supremum existiert. Und in den reellen Zahlen kann der Fall eben nicht mehr auftreten. Das hier führt zu weit. Wenn wir das noch beweisen wollten, da lassen wir die Finger davon. Aber wenn man logisch konsistent im Rahmen einer Analysisvorlesung die reellen Zahlen überhaupt erstmal konstruiert oder einführt, muss der Beweis für diese Tatsache, für diese sehr wichtige Tatsache noch erfolgen. Da könnt ihr euch noch mit dazu schreiben. Das nennt man auch die sogenannte Vollständigkeit der reellen Zahlen. Dann sind wir hier bei der Überschrift. In unserem Fall in der Formulierung über die Supremumseigenschaft. Okay, jetzt kommen Aufgaben. Und die werde ich euch aber nicht vorexerzieren. Da führt kein Weg dran vorbei, dass ihr euch selber mal damit beschäftigt und damit rumschlagt. Sehr zu empfehlen, das mal wirklich versuchen, sauber aufzuschreiben. Aufgabe 4.13, da sollte das, was wir hier gemacht haben, für das Infimum schön ausführen. Genau die Sachen, die wir gemacht haben. Erstmal saubere Definition, dann Infimum einer Menge bestimmen, von so einem halboffenen Intervall. Und am Ende noch zeigen, wenn ein Minimum existiert, ist es gleich dem Infimum. Dann nächste Aufgabe. Wir definieren für irgendeine Teilmenge von R die Negativmenge, indem wir einfach das Vorzeichen von allen Elementen rumdrehen. Also wir spiegeln an der 0. Da könnt ihr euch auch einen Beweis dran orientieren. Die Spiegelung an der 0, die hilft. Ihr sollt beweisen, wenn a nach oben beschränkt ist, dann besitzt minus a auf jeden Fall ein Infimum und es ist das Negative des Supremums der ursprünglichen Menge. Und damit kann man dann auch die Infimumseigenschaft der reellen Zahlen formulieren und wenn man die Supremumseigenschaft, wie gerade angeschrieben, den Satz 4.3 verwendet, kann man sie natürlich damit beweisen. In b definieren wir die Kehrbuchmenge. A hoch minus 1. Dazu nehmen wir an, dass das Infimum einer Menge größer 0 ist. Dann kann es keine negativen Elemente und auch nicht die 0 enthalten. Das heißt, das A hoch minus 1 ist definiert. Das sind einfach die Kehrbrüche aller Elemente aus der Menge. Und ihr sollt zeigen, dass das Supremum dieser Menge 1 durch das Infimum der ursprünglichen Menge ist. Wer das auf Anhieb hinkriegt, hat wirklich diese Begriffe verstanden. 4.15, ein bisschen anschaulicher, da habt ihr die Menge 1 durch n, also die zur Nullfolge 1 durch n gehörige Teilmenge der reellen Zahlen. Ihr sollt mit Begründung bestimmen, hat die ein Maximum, hat die ein Minimum, hat die ein Supremum, hat die ein Infimum und die auch angeben. Das dann entweder sauber beweisen oder zumindest begründen. Wer dann noch nicht genug hat, der kann jetzt tatsächlich das archimedische Axiom beweisen, indem er die Supremumseigenschaft reellen Zahlen verwendet. Das besagt nämlich, haben wir früher ständig stillschweigend verwendet, wenn ich irgendeine reelle Zahl habe, dann gibt es eine natürliche Zahl, die größer ist. Als Tipp, der hilft nicht so arg viel, aber besser als gar nichts. Ihr sollt natürlich diesen Satz 4.3 irgendwie verwenden, die Supremumseigenschaft und damit einen Widerspruch konstruieren. Also nehmt mal an, es gäbe eine reelle Zahl, sodass die nicht überstiegen wird von der natürlichen, guckt mal, ob er da einen Widerspruch hinkriegt, das ist schon heftig. Also wenn er das auf Anhieb hinkriegt, dann Respekt.